So, damit moin moin zurück auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu unserer FIFA 19 Karriere mit dem einzigen wahren größten Verein für mich mit meiner Eintracht aus Braunschweig. Letztes Spiel, letzten Part haben wir 4 zu 0 gegen den KSC gewonnen. Mit drei Toren von Christopher Nyman und einem Tor von Paul Dardai, den wir ja neu verpflichtet haben. Natürlich freut mich das sehr. In diesem Part wollte ich mit euch nochmal in meine Jugendakademie schauen, also in meine Jugendmannschaft. 66 bis 90, das Potenzial. Er hat jetzt schon eine 64. Das heißt, er ist jetzt schon in der Lage. Bei mir in der Mannschaft zu spielen. Rechtes Mittelfeld, das wäre hinter Onobulut. Da gucken wir doch glatt mal, was uns da so als Alternativen bleiben. Hinter Bulut Putaro. Putaro ist allerdings der, den wir geliehen haben. Sonstige Alternativen hätten wir an dieser Stelle Jansa, der es wohl auch kann. Ja. Aber ansonsten gefällt mir das. Das gefällt mir. Und ja. Des Weiteren wollte ich noch mal gucken. Pokalgegner. Wir haben noch 4 Spiele bis zu Transferperiodenendschluss. Aber Pokal steht noch nichts fest für uns. Dann gucke ich hier nochmal. Tabelle. Bla 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 bla. Red Star hat gewonnen. Das ist immer schön gegen den Finalteilnehmer. Ja, es interessiert mich eigentlich nur der Pokal. Der wird hier nicht angezeigt. Schade. Finden wir ihn hier? Nö. Ach, wir werden es schon früh genug merken. An welcher, gegen wen wir im Pokal ran müssen. Nicht an welcher Stelle wir spielen. Das weiß ich ja schon. Aber alles klar. Rostock hat Schwers von Meppen verpflichtet. Wir spielen in Gelb, sie in Weiß. Das passt schon. Und damit wollen wir mal loslegen. Meine Mannschaftsausstellung hat man ja gerade gesehen. Schlägt der Topscorer heute wieder zu? Das ist die Dann werden große wir uns jetzt Frage gleich dieses nochmal Spiels. die Die Antwort gleich Mannschaftsaufstellung bei EA Sports. Bleiben Sie dran. von Hansa Rostock zu Gemüte führen, wenn sie hier angezeigt wird. Herzlich willkommen aus dem Stade Municipal. Heute heißt es also Hansa Rostock gegen Eintracht Braunschweig.
Sie haben sich einen neuen Mann für die Defensive Leon Schwers. Leon, sorry. Na, ja, da hatten Sie auf jeden Fall Bedarf. Er wird Sie stärker, stabiler machen. Das ist ein sehr schöner Bug, dass Sie Eintracht mit der Luft die Hand schütteln. Gern anknüpfen an den kürzlichen Heimsieg, als man gegen den KSC spielte. Auch wenn es da zuletzt ein deutliches 4:0 gab, heute ist der Gegner ein ganz anderes Kaliber. Ich setze eher auf ein Unentschieden. Das ist mir durchaus bewusst, dass das heute ein anderes Kaliber sein kann. Ob es das ist, sehen wir. Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Klassisch sieht das aus, ihre Formation heute. Ja, innovativ ist es im ersten Schritt mal nicht, dieses 4-4-2. Bedeutet also aber nicht. Klassisch ist es 4-4-2. Oldeshausen im Tor, Schwers, Königs, die haben ja auch noch Ofusu Aye, der spielt wohl nicht. Und damit also legen wir los. Sich keine Abseitsfalle. Teampressing wollen wir. Denkt man ja erstmal gar nicht, wenn man da nur eine Spitze sieht, aber aus dem Mittelfeld. Aber jetzt erstmal. Rostock, aber Braunschweig fängt den Ball ab. Über Fürstner, Nati mit dem Ball. Das war aber kein schöner Pass. Oh, nicht gut gemacht. Becker Fürstner. Geklärt auf Fürstner. Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. Das könnte gefährlich werden. Erfolgreich gegrätscht. Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter. Kiewski auf Nati. Haben Sie jetzt Platz. Toller Zweiger. Hätte er da den Ball nicht getroffen, dann wäre das ein klarer Elfmeter. Aber so natürlich nicht. Ich hätte jetzt gerade fast mein Handy runtergeschmissen, was hier neben mir liegt. Flagge hier bei diesem harmlosen Versuch. Nati marschiert über die Mittellinie. Mit dem Ball am Fuß Richtung Gegner. Legt auf Dada in die Mitte. Christopher Niemann. Erfasst sich ein Herz und wirft ihn rein. Schwacher Abschluss. Da hat er den Ball. Zu schwach, zu schwach. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Dann so. Aber nicht gefährlich. Fuso ohne Probleme. Toll gemacht, vorbei am Verteidiger. Und jetzt flanken. Klasse, wie er das gelöst hat. Da haben sie Platz, jetzt vielleicht der Konter. Immer noch diese Aktion jetzt. Die Abwehr muss weiter wachsam sein. Jetzt eine gute Flanke. Chance zur Führung. Was macht ein Paul Dardai da? So eine hervorragende Flanke von Christopher Niemann. Und dann so ein schwacher Abschluss. Christopher Niemann. Nehmen wir auf Dardai, Bulut und Eckball. Jetzt kommt der Wechsel, der verletzte Spieler muss runter. Schade, dass er nicht weitermachen kann. Schöne Flanke. Der wäre gut gekommen, aber der Spieler blockt den Ball ab. Nächste Chance, noch eine Ecke.
kurz ausgeführt. Jetzt die Flanke. Ah, schade. Kurzer Eckball. Dann die Flanke auf den kurzen Pfosten. Aber es war nichts. Rankovic. Jetzt wieder Rostock im Marsch. Pepic. Abgefangen, aber nur noch blind nach vorne gedrescht von Eintracht. Wenn ich Eintracht sage, dann meine ich natürlich immer Eintracht Braunschweig. Und klasse durchgesetzt. Und der Eintracht ist hier natürlich wieder nicht. Und da ist das Gegentor. Jetzt ist die Freude natürlich groß. Ja, Riesenjubel bei den Fans, bei den Spielern. Ein wichtiges Tor. Unglaublich. Den Treffer schauen wir uns gerne noch einmal. Die Flanke war lang unterwegs, aber auch sehr gut reingebracht. Und da fällt der Abschluss leicht. Klasse gemacht. Und da haben wir noch mal das klasse Kopfballtor. Toll vorbereitet und dann stimmt auch das Timing beim Kopfball. Absolut sehenswert. So, da hätten wir also das sehr schön gemacht, gebe ich zu. Ich muss mal ganz kurz unterbrechen, tut mir leid. So, es geht weiter. Da kommt der Pass auf außen. So, Fejo Salou. Aber von Hüsting abgefangen. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Wird's jetzt gefährlich? Glasklares Foul von Becker. Sie werden den Ball scharf reinbringen und wir gucken, was sie draus machen. Der Ball kommt. Jetzt haben sie den Ball verloren. Pepic. Das könnt ihr jetzt nicht sehen. Ich schüttel gerade nur den Kopf. Das ist... Tingaga kriegt das Foul gepfiffen. Gelbe Karte verdient, muss ich ja auch gestehen. Aber gibt es Gelb. Gut vom Schiedsrichter, da hat er zunächst ganz richtig den Vorteil abgewartet. Für das Foulspiel sieht er noch keine Karte, was sagst du? Ich denke, das geht in Ordnung. Wild mit Karten um sich werfen ist ja auch keine Lösung. Der Schiedsrichter setzt hier auf ein offenes Wort. Sie haben Platz. Und Nyman wieder, yes! In dieser Partie, Ausgleich. Mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. Schön gemacht. War aber wieder, muss ich ja auch wieder geschehen, eher ein Zufallsprodukt. Jetzt steht so unentschieden, das Spiel ist ausgeglichen. Aber sehr schön gemacht von Nyman. Schön durchgesetzt. 1:1. Damit wird's. Die Nachspielzeit 2 Minuten. Viel Zeit. Schwer es kann klären. Nicht mehr. Auf außen ist jetzt Platz. Flanke jetzt. Es ist schön, dass abgepfiffen wird. Allerdings gibt es Gelbrot. Das ist Problem. Problem. Jetzt werde ich die Halbzeit noch so zu Ende spielen. In der Halbzeit werde ich umstellen müssen. Das heißt, Gelbrot. Er wird den Ball reinbringen. Und was können Sie daraus machen? Schlägt den Ball rein. Ono Bulut. Wir gehen mit einem 1:1 in die Pause. Alles total offen hier. Also hier sprechen alle. Ja. 1:1 ist, finde ich, ein verdientes Ergebnis in diesem Spiel bis jetzt. Tut mir leid, Nadri.
Aber du musst jetzt erstmal raus. Und Burmeister kommt ins defensive Mittelfeld. Das heißt, ich habe nur noch einen Wechsel. Aber das ist dann so. Und jetzt, mit einem Mann weniger, wäre ich natürlich sehr zufrieden. Mit einem 1:1. Onur Bulut. Ballverlust. Und da gibt es einen Vorteil. Gute Entscheidung, Spielfluss nicht unterbrochen. Es gibt nochmal Geld. Diesmal für Robin Becker. Toller Pass. Kein Tor. Das war natürlich eine Riesenparade. Unglaublich, was für ein Reflex. Jo, war klar, dass hier noch was nachkommt. Der Spieler sieht zu Recht die gelbe Karte. Ja, definitiv zu Recht. Da kann ich nichts gegen sagen. Kurze Ecke jetzt. Was macht Burmeister? Ich verstehe es nicht. Manchmal. Die kurze Variante. Zu früh gestartet, es gibt Abseits. Die Linie ist falsch gezogen, aber gut. Ich will nicht meckern, es ist ja zu meinem Vorteil. Robin Tim Becker, Onur Bulut. Becker kriegt den Ball jetzt über rechts. Fürstner auf Burmeister. Jetzt liegt vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln, sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Ich muss jetzt mal ganz kurz eine Aufstellung. Achso, ja. Ich habe hier keinen Offensiven mehr, dafür zwei Defensive. Genau, so war das. Onur Bulut. Ball kommt rein. Das hätte gefährlich werden können. Und Burmeister steht frei vor dem Tor. Was für ein sensationeller Reflex. Und macht den nicht rein. Das gibt es nicht. Ecke wird kurz ausgeführt. Da ist die Hereingabe. Wieder geht's. Gut zum Ball. Faust will weg. Wieder ein Eckball. Kommt rein. Was für eine Chance. Wenn er die Wiederholung sieht, dann wird er sich noch mehr ärgern. Ja, das glaube ich auch. Da kommt ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Diese Chance, die muss ich machen. Roberto Firmino ist zu Paris Saint-Germain gewechselt und verlässt den Ballspieler Lutz. Da war mehr drin, denke ich, aber geklärt. Der Spielerwechsel jetzt bei Hansa Rostock. Der Trainer erhofft sich natürlich, dass sich diese Umstellung jetzt positiv im Spiel bemerkbar macht. Jetzt der Schuss. Super Volley, aber kein Tor. Was dann so fast mit dem Tor? Es fehlen nur die entscheidenden Zentimeter. Aber auch er zu unüberlegt abgeschlossen. Letztendlich mit einem Mann weniger bin ich zufrieden. Mit einem Unentschieden. Jetzt die Gelegenheit. Ein fantastisches Tor. Die Überzahl hat da natürlich auch eine Rolle gespielt. Du hast keine Frage, das haben sie gut gemacht. Das gibt es nicht. Williams. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Vorne, wir machen 200%ige nicht. Fürstner. Und dann aus spitzen Winkel. Schöne Bewegung. Schussversuch. Und das gibt schon wieder Ecke. Becker geht für Admundsen, unser dritter Wechsel. Kurze Ecke. Flanke jetzt. Klar, gibt Einwurf.
Vorteil. Über Bianchi? Bianchi? Keine Ahnung. Weg ist der Ball. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Und wieder den Ball verloren. Das gibt es doch nicht. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Das könnte unsere erste Saison die werden. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Ich gehe davon aus, dass es die wird jetzt. Jetzt ihr Spiel aufziehen. Muss ich mir nochmal angucken. Jetzt die Wiederholung des Treffers. Die Flanke war lang unterwegs, aber auch sehr gut reingebracht. Und da fällt der Abschluss leicht. Klasse gemacht. Es muss ein Kescher klären. Sieht so aus, Wolf. Auf jeden Fall kommt der Ball gut rein. Und dann ein toller Abschluss. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Und da ist der Ball wieder weg. So, Rostock wieder im Vorwärtsmarsch. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Er versucht. Das ist noch gefährlich. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Den Ball entschärft er ganz locker. Admundsen, Bulut hat ja, Platz auf der rechten Seite. Der Pass ist natürlich grottenhaft. Fürstner. Onur Bulut. Entschlossen geklärt. Lässt weiterlaufen. Klasse. Durch den Vorteil auch noch Geld für Bulut. Jetzt könnte er flanken. Da ist die Hereingabe. Aber hier kommt kein Mitspieler dran. Es bleiben hier noch 8 Minuten. Klasse Zuspiel. Souverän gemacht. War gar nicht so einfach. Dardai hat 0 Konditionen mehr, aber ich habe halt keinen Wechsel mehr. Da kommt der ehemalige Braunschweiger Ofusu Aye. Und er ist verletzt, weil er nicht mehr kann. Jetzt Eckball. Ein schwacher Ball. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Wird das seine Torchance? Hereingabe. Wenn schon ich bin, wird das Spiel leicht sprachlos. Christopher Niemann. Es gefällt mir gar nicht, dass ich hier zusammen spiele. Ist jetzt halt so, kann man nicht ändern. Aber in der Leistung, die muss ich steigern. Und Nübern nochmal knapp vorbei. Es wäre zwar nur Ergebnis Kosmetik, wäre natürlich schön, vor allem von Nübern jetzt noch ein Tor zu machen. Aber es sollte nicht sollen sein. Ich glaube, der Knackpunkt war echt die gelb-rote Karte für den Gaga. Wird's jetzt gefährlich? Da darf ich natürlich auch nicht so reingehen, das ist mir klar. Oh, da ist es aber vorbei, da kommt der Schlusspfiff. Es ist früh. Sie verlieren das heutige Spiel. Was? Ich denke nicht viel nach gerade. Ich zocke einfach. Sie suchen die Lücke. Es ist 7 Uhr morgens. Christopher Nümann dann trotzdem mit der besten Leistung für Eintracht Braunschweig. Entschuldigung. Und hoppala.
Schon am Dienstag. Ist das Spiel gegen Zwickau. Da haben wir schon unsere erste englische Woche. Ich habe gerade noch davon gesprochen, dass ich gespannt bin, wie es konditionstechnisch aussieht bei meinen Leuten dann. Robin Tim Becker verbessert sich auch nochmal. Das ist auch nicht schlecht. Das heißt, ihn kann ich da bald wegnehmen und dafür andere Spieler reinsetzen. Sind jetzt erstmal Sechster mit aus zwei Spielen 3 Punkte. So, jetzt machen wir noch die Aufstellung fürs nächste Spiel. Das bleibt natürlich alles. Da kommt mal Jansa rein. Da darf Fitzner, der darf auch Kapitän spielen. Dann so, du musst leider, mir bleibt da kaum eine Wahl. Kascha darf vorne Anfang an. Da, den nehme ich mal komplett raus. Dafür darf Franjic mitkommen. Das ist die Aufstellung fürs nächste Spiel. Ich gucke noch einmal, ob es jetzt schon zu sehen ist, gegen wen wir im Pokal. Es wird aber nach wie vor nicht zu sehen sein. Nein. Dann bleibt mir nichts mehr zu sagen als vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Einen Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt eure Kritik gerne in die Kommentare. Ich versuche es dann umzusetzen, wenn es mir möglich ist. Wenn ihr euch ein bestimmtes Spiel wünscht, was ich spiele, was ich Let's Play, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Ich gucke dann, ob sich's für mich umsetzen lässt und ob ich Lust drauf habe. Ja. Bewertet dieses Video, schaut auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Es bleibt mir nichts mehr zu sagen als ciao, ciao, euer Mokka.